der kleine Stadtstreicher hat ja schon viele Musiker aus Wien präsentiert. Heute endlich mal den Wiener Wahnsinn. Hallo, grüß dich, servus. Ja, servus, Mann. Grüß dich, servus. Sag mal, wie kommt man auf den Namen Wiener Wahnsinn als Band? Puh, das war im Jahre 1999. Irgendwie wollte man Wiener Bezug haben zum Bandnamen. Ich glaube, der erste Name war, nein, das Lustigste war, der erste war A Tribute to Harald Junke Band. Das hat uns sehr gut gefallen. War ein bisschen zu lang für die Plakate, oder? Ja, das war ein bisschen einseitig vom Thema. Und wir haben uns dann genannt Wiener Glut. Für genau ein Plakat, bis eine Band gekommen ist, hat gesagt, nein, so heißen schon wir. Und dann haben wir überlegt, was machen wir, dass wir irgendeinen Bandnamen haben, der auffällig ist, einen Wiener Bezug hat und unsere damalige jugendliche Verrücktheit ausgedrückt hat. Und das war der Wiener Wahnsinn. Das seid ihr seit 24 Jahren. Ja. Und das noch dazu erfolgreich. Ja. Und vor allem als Liveband in Aktion. Was ist denn so euer Repertoire? Unser Repertoire besteht aus den größten Perlen des Austropops, alles, was wir gerne spielen. Aber genauso auch eigene Sachen. Wir haben in den letzten Jahren 2 Alben aufgenommen mit eigenen Nummern. In der Arbeit, Neonhelm flimmern. Was getrogen ist, ich kann mich nicht erinnern. Kräne, die mein Leben schlecht schlimmern. Ich muss das Boot in der Tonne schwimmen. Schiefer hohe an alle mit am Butter. Tonnenkapitän war schon mal vorher. Im Osten darf ich mit mir ein Großer. Schiefer hohe am alle mit am Butter. Am Stein in meinem Kuschen, sie waren echte Höhen. Leicht ein bisschen fein, aber keine Pläne. Wir haben lieber Gitarre gespielt. Wo ist das Samen eins gibt? Wir sind vorhin mit dem Hinnigen vor Transit und am Bett vom Bier am Fenster geht. So viel wissen wir heute. Es war ganz sicher nicht gescheit. Es war nicht gescheit, aber geil. Es war nicht gescheit, aber geil. Doch Zeit und uns keine Sorgen. Es war nicht gescheit, aber geil. Es war nicht gescheit, aber geil. Es war nicht gescheit, aber geil. Sehr großen Bezug zu Hause und zur Donaustadt und das bringen wir überall gerne mit. Das ist auch eure Hymne, kann man sagen, nicht? Die Donaustadt. Donaustadt ist unsere Hymne geworden, das ist auch ein Zufall gewesen. Ich habe einen Sohn in Klagenfurt, mittlerweile ist er 13, aber damals, wie er so 4, 5 Jahre war, bin ich
immer wenn ich frei gehabt habe und nicht gespielt habe oder in Kärnten gespielt habe, bin ich mit dem Auto über die Autobahn gefahren und habe dann dort Regionalradio gehört. Und da ist mir das Lied in der Steiermark aufgefallen, ja, von Gerd Steinbecker. Steiermark. Und das hat mir so gut gefallen, dass ich das gleich im Auto umgetextet habe, dass ich meinem Sohn immer wieder zeigen kann, wie schön es in der Donaustadt ist. Genauso haben wir auch ein Donaustadt-DKT entwickelt, dann wieder auch die Stadt- und Straßennamen unseres Bezirks und meiner und unserer Heimat kennenlernt. Und da ist das Lied Donaustadt entstanden. Und interessanterweise haben das die Donaustädterinnen und Donaustädter ganz arg angenommen. Und das hat, glaube ich, kann jedes Kind. Auch die Asperner Freaks. Ja, die Esslinger Freaks. Esslinger Freaks. Das sind andere. Die in Aspern waren wir die Freaks und in Essling, das waren die Hunsburm. So wollten wir es eigentlich früher nennen, weil sie lustige Kampen waren, wie wir sagen. Und das wurden die Esslinger Freaks in dieser Zeile der Nummer. Die haben schön Gas gegeben früher. Sind aber auch schon reif und älter geworden in den letzten Jahren. Sammel von Aspern. Ist an jedem Schloss mehr. Ich kenn mal Geschichte aus der Erinnerung. Oh, mein Kind, ohne Kraft, ohne Gönner, ohne Tricks. Die Lust, die mich hier gibt, die normalen Leib und die Esslinger Freaks. Die sind ohne Jetzt spielt ihr heute mal mit absolutem Heimvorteil. Heute in Stadlau. Ja, nicht unweit von Aspern, wo wir alle her sind. Und auch in einem besonderen Anlass. Man kann es laut sagen, 110 Jahre FC Stadlau. Die Stadlau haben früher auch legendäre Feste gehabt hier. Da haben wir auch schon gespielt. Da hat der unser Gitarrist Romeo Horak damals, glaube ich, erstmals seinen ersten Auftritt gehabt. In Stadlau, auch hier am Platz. Und heute 110 Jahre FC Stadlau. Ich freue mich schon sehr. Ich auch. Ja. Dankeschön. Du entschuldige Kini, bist du nicht die Kleine, die schon als Burg gekocht hat. Ich bin 13 schon kokett war, mehr als was erlaubt war. Und die Engel schien's auch gut hat. Ich hab nicht mehr lang geschlafen, nur weil du in Schule und Arme mit dir angefrickert hast. Komm, wir schreien zum Senior. Als ob dazwischen einfach nichts war. Ja, und vor mir habe ich jetzt Romeo und Grisou. Wie seid ihr denn zum Wiener Wahnsinn gekommen? Naja, die Gründung war 1999. Also Grisou, du warst von Anfang an dabei? Ich war von Anfang an dabei. Der Romeo ist dann ein bisschen später aufgrund seines Alters erst dazugekommen. Das ist sich damals noch nicht ausgegangen. Weil willst da war du damit sagen, dass der Romeo noch keine 24 ist? Nein, ich bin nur der Einzige, der nichts raucht und nichts trinkt. Deswegen sind wir eigentlich genauso alt wie die Burschen. Sind in Wirklichkeit alle Mitte 30. Nein, diesen Wahnsinn aus, zum Beispiel auf der Bühne. Unser nicht zu fassender Sexappeal hauptsächlich.
Ja, es ist der Sol ist einfach ein unfassbar charismatischer Frontman. Aber du bist mein Venus, Arschlammer, Romeo!